Herzlich willkommen auf Dynamites! Wie heißt es? Nein! Guten Morgen! Daniel chillt noch im Bett, guckt noch einen Film. Ach, da ist sie! Ich wollte gerade zu dir! Hallo! Hi, Baby! So, ich bin gerade dabei, die Getränkekisten hier voll zu machen. Bei uns ist das komplette Chaos ausgebrochen. Wir haben gestern keinen Haushalt gemacht. Dementsprechend sieht es ja aus, aber wir wollten heute sowieso die komplette Wohnung mal auf Vordermann bringen, saugen, wischen und alles andere, was auch noch dazu gehört. Und oh Gott, wie ich aussehe. Ich werde jetzt die Wasserflaschen, die alle nur noch so halb voll sind, einfach hier in diese große Flasche reinschütten, damit wir die Kästen wegbringen können. Ja, Bonnie, sofort. Ich kratze mir gerade am Bein. Nur noch eine Wasserflasche. Wo ist sie? Wo ist die Wasserflasche? Manu. Na, endlich wach? Meine Lippen sind ganz trocken. Ja, so halbwegs. Ja, das Wetter macht das aber auch. Ich habe auch total trockene Hände. Leute, habt ihr das auch oder kennt ihr das auch? Habt ihr zurzeit auch so trockene Hände? Wenn ihr auch trockene Hände habt, dann postet diesen Emoji unten in die Kommentare, diesen Hand-Emoji. Dann wissen wir alle, wer trockene Hände hat. Ich musste hier gerade kurz in ein Geschäft reinspringen, um für meinen Papa was zu besorgen. Und auf diesem Platz sind drei verschiedene Läden. Ich habe mich gerade so gewundert. Ich stand, da waren drei Kassen auf. Also es gab auch nur drei Kassen. Mhm. Und ich stand bis zu den Gängen. Okay. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also voll weit rein. Und dann habe ich gesehen, dass in der Mittelkasse, dass da kein, also da standen welche, aber nicht so viele. Dann bin ich da hingegangen. Und ich habe mich so gewundert, weil es so mega voll ist. Und Parkplatz ist voll, du kriegst keinen Parkplatz. Und dann ist uns gerade aufgefallen, ist klar, Montag ist ja Feiertag, ne? Ui, der ein sieht Tag schön mehr aus. Habt ihr das gehört? Ja. Ich verstehe das nicht. Warum rasten die ganzen Menschen so aus, wenn Feiertag bevorsteht? Ob das jetzt Ostern war oder generell. Die Leute denken echt, sie würden verhungern. Ne? Und wie viel die dann einkaufen, das ist... Oh, dann bin ich so genervt, ne? Weil die Menschen dann alle so gestresst sind. Wir hätten gestern einkaufen sollen und wir waren einfach zu faul. Haben wir nicht gemacht. Wir wollen sowieso nicht. Sieht trotzdem schön aus. Schreibt das, zu lügen. Schreibt das mal in die Kommentare, dass zu es lügen. So schön ist. Ihr lügt alle. Schatz. Jetzt wird erstmal Bonnie wieder zu meinen Eltern gebracht. Bonnie war ja jetzt die komplette Woche bei uns. Jetzt übers Wochenende und vor allem morgen, weil wir werden ja morgen in den Mai tanzen, müssen wir... Tanzen. Ja, du wirst nicht tanzen, ich werde tanzen. Deswegen bringen wir Bonnie auf jeden Fall jetzt wieder zu meinen Eltern übers Wochenende. Und da haben meine Eltern auch mehr Zeit für Bonnie. Und dann gehen wir einkaufen. Piep, piep, piep. Hallo. Hallo. Unsere Pommesbude des Vertrauens. Warte, ich packe das schon da rein. Ich habe ein System in meinem Kopf, was mir sagt, dass es alles da reinpasst. Echt? Wir haben noch gar nicht so viel eingekauft heute. Guck mal, was ich für Milch gekauft habe. Bin mal gespannt, wie die schmeckt. Ich glaube, die schmeckt einfach. Nein, da können wir noch reinpacken. Milch. Freunde, wir sind wieder zu Hause und ich habe für meine heißgeliebte Kaffeemaschine eine neue Sorte entdeckt und zwar Eiscappuccino. Dachte mir, anstatt einen Kaffee trinke ich mir einfach einen Eiscappuccino. Was benötige ich dafür? Wir brauchen natürlich Eis im Glas, dann die erste Kapsel, das ist dann Milch und ich zeige euch das mal. So, die erste Kapsel und ihr dürft natürlich nicht dann dementsprechend vergessen, oben auf kalt zu drücken anstatt auf heiß.
Mist, da ist nicht genug Wasser drin. Hä, doch? Hä? Aber ist das so leer? Oh, ich hab's verwechselt. Ach so, das ist jetzt... Gott, wie du... Ja, das war jetzt der Kaffee und jetzt halt die Milch. Aber ist ja nicht schlimm. Yummy! Und so schaut der jetzt aus. Bevor ich den Einkauf einräume, wir den Haushalt machen, gönne ich mir auf jeden Fall jetzt erstmal das hier. Dortmund spielt gleich unter anderem. Es sind jetzt noch vier weitere Spiele mit Dortmund. Sind es 5 Bundesligaspiele. Und das Witzige ist, Sandy, ich und mein Vater haben heute mal getippt. Mal gucken, wer von uns drei recht hat. Natürlich ich. Und danach werden wir weitermachen mit dem Aufräumen. Gleich geht's los! So, Freunde, erste Halbzeit ist rum. Und da die Ergebnisse eh schon nicht mehr so stimmen, wie wir sie getippt haben, haben wir uns jetzt einfach dazu entschlossen, nach Dortmund zu fahren. Und selber ein Tor zu schießen. Wir dachten uns, komm, es ist ja Samstag und wir werden... Wir werden ja morgen feiern gehen und ich bin mir halt unsicher, was ich anziehen soll. Feiern gehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, fahren wir mal nach Dortmund und dann gucke ich mal nach einem neuen Oberteil und oder so. Und da Dortmund gerade spielt und wenn wir nach dem Spiel jetzt losfahren würden, würden wir nicht mehr in Dortmund reinkommen. Deswegen fahren Hatte wir einfach Freund jetzt schon los. Eine super Idee. Oh, du bist ja als Idee. Entschuldigung. Hast du gesehen? Ja. Du bist ja nicht schlimm. Ja, so als hättest du eine kurze Hose an. Ja. Ja. Tschüss. Gibt's nicht. Ich bitte ein D. Warum hat er das D nicht gehört? So, wie ist dein Name? Sunny. Wir sind jetzt in der Stadt. Ich mach schon mal. Danke. Und jetzt müssen wir erstmal hier einen Laden suchen. In der Tiergalerie war schon mal nichts. Hier. Dankeschön. Ich habe ihn auch zubereitet. Nur für Sunny. Für Sunny. Sunny. So, Freunde, wir sind jetzt fertig. Beziehungsweise auf dem Weg nach Hause. Fertig sind wir auch. Fertig auch mit den Nerven. Boah, ich finde, das ist immer so anstrengend einzukaufen. Oh, vor allem am Wochenende in der Stadt. Ne? Das ist so. Voll. Ja. Ja, ich wollte den Sascha grüßen und seine Freundin. Seit Ewigkeiten mal wieder getroffen, ne? Ja, aber das letzte Mal haben wir das auch schon danach geblockt. Wie er schon gerade sagte, nach Kaufland. Aber ich weiß nicht mal, welcher Block das war. Boah, ist schon ein bisschen lange her. Fahr euch vor mir rein, du hast ein schönes Auto, du darfst. Fahr vor mir rein. Du sollst vor mir reinfahren, nicht abbiegen. Nee, jetzt will er voll den Korsan rein. Alte Butterbirne, ey. Folg mich gerade an deinem Heck. Vergnügen. Schöne Audi A6, ne? Wir sind vom Leben gezeichnet. Ich wollte das erstmal schneiden. Achso. Ich hab Daniels Pulli an. Warum? Warum nicht? Ich bin jetzt bei 1, 2, 3, 4, 5, 6 Teile. Mach 6. Hier der wundervolle Reiskocher. Hallo Reiskocher. Eins. Ich kann ja. Ich kann ja variieren mit den Größen, ne? Ja, es bleibt mal locker, den billigen Plätzen da. Vorsicht! Excuse me! Auf Wiedersehen! See you later, Alligator! Bye! So long! Papa!
Verkaufen uns ein Cabernet und dann geht's ab nach Saint-Tropez. So ohne Dach über dem Kopf und nur noch Sonnenschein. Wir werden lachen bis in die Nacht und machen Sachen, die keiner macht. Wir fahren ab, ole, mit dir im Cabriolet. Essen ist fertig. Essen ist fertig. Reis und? Jetzt muss das so richtig schön dampfen. Wow. Yummy. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Guten Hunger. Kommen wir nun zu Dynamite des Tages. Der heutige Dynamite des Tages ist Nele Formweg. Sie schrieb, ich wohne in der Nähe von euch, habe euch aber noch nie gesehen, werde aber nie aufgeben. Ja! Niemals aufgeben. Du schaffst es! Und auch wenn ihr uns mal irgendwo seht, sei es in der Stadt oder sei es hier in Menden oder sei es sonst wo auf dieser Welt. Immer einfach anquatschen. Genau. Wir beißen nicht, überhaupt nicht. Habt keine Angst davor, quatscht uns einfach auch an. Auch wenn ich manchmal vielleicht ein bisschen strenger gucke. Echt? Ja, wenn ich so genervt bin von allem und jeden. Lasst euch nicht irritieren, ich bin trotzdem ganz nett. Das stimmt. Nein, sprecht uns einfach an und auch, was ihr auf jeden Fall nicht vergessen dürft, kommentiert dieses Video für einen Dynamite des Tages. Und ich gehe jetzt schnell heiß duschen, weil ich habe schon alles vorbereitet. Aber die müssen auf jeden Fall was? Kommentieren? Kommentieren, kommentieren, kommentiert. Tschüss! Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde es uns sehr freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben geben würdet. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, euch in der Endcard 2 weitere Videos anzugucken. Und abonniert uns auch sehr gerne, wenn ihr keine Vlogs mehr von uns verpassen möchtet. Und wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder. Bis dann. Tschüss!